Hallo und willkommen bei Chat Noir. Das ist ein Kanal für Spiritualität, Kartenlegen, Astrologie. Ich möchte eingangs zu diesem Video mich zunächst bedanken für die vielen Abonnenten, für die Likes und für die liebevollen, positiven Kommentare. Danke für eure Unterstützung. Damit kann ich diesen Kanal weiter aufbauen und bin natürlich auch motiviert, weiterhin für euch Kartenlegungen zu machen. Ja, ich freue mich sehr darüber und ganz, ganz lieben Dank. Wir sind jetzt im Dezember 2020 angekommen. Das ist hier eine Legung für Sternzeichen Zwillinge. Es geht um Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, es geht um Familienangelegenheiten und allgemein um Verbindungen, die euch derzeit stark am Herzen liegen. Es ist eine Kollektivlegung. Schaut bitte, ob es auf euch oder auf eure Situation passt. Wenn es hier gar nicht passen sollte, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr wollt, euch die Videos zum Aszendenten Mond-Venus-Zeichen anzuschauen, falls euch das aus eurem persönlichen Horoskop bekannt sein sollte. So, ich starte hier rechts mit den Tarotkarten und ergänze dann links mit den Lenormand-Karten. Ich beginne auch mal sehr gerne mit der Gesamtenergie, mit der Tendenz, mit der Überschrift, um zu schauen, was ist hier eigentlich die Motivation, was ist der Kern oder was ist vielleicht sogar das Problem. So, da haben wir zunächst mal den Narren. Leicht und unbeschwert. Ja, das ist so eine Karte, die auch sehr schön zu den Zwillingen passt. Die Zwillinge mögen das ja auch. Ohne großen Ballast, unbeschwert, frei, neugierig den Dingen, ja, entgegenzugehen. Und das macht auch der Narr. Also, es geht hier einerseits um einen Neuanfang in Leichtigkeit, um einen Neustart. Andererseits, und da muss ich eine kleine Warnung aussprechen, kann diese Karte oft auch darauf hindeuten, dass man die Dinge mit einer gewissen Naivität betrachtet. Ja, das wird jetzt hier nur sehr wenige Zwillinge betreffen, aber hier schwingt auch eine gewisse Naivität, Leichtgläubigkeit dabei. So. Schaue ich mal auf die Klärungskarten. Drei der Stäbe, sieben der Stäbe und der Turm. Ja, hier werden gewisse Pläne gemacht. Ja, hier denkt man sich etwas aus, hier hat man etwas im Fokus, hier möchte man etwas aufbauen. Und man überlegt, wie man hier das anstellen könnte. Ja, man hat hier gewisse Pläne, etwas Stabiles aufzubauen. Es geht hier um Häuslichkeit, es geht um eine Partnerschaft. Man möchte hier etwas angehen. Ja, und man erahnt schon, dass es schwierig werden könnte. Deswegen will man hier prophylaktisch ja, sich irgendwas überlegen. Ja, wenn es nicht klappt, was mache ich dann? Plan B so ungefähr. Hier mit dem Turm ist angezeigt, womöglich wird dieses Vorhaben hier scheitern. Ja, hier wird es zum Turmsturz kommen, wenn man hier weiter daran arbeitet. Turmsturz bedeutet, um überhaupt hier etwas weiter aufzubauen in diese Richtung, muss eine gewisse Erkenntnis folgen. Man muss gewisse Strukturen aufbrechen können. Das muss man auch wollen. Ja. Ich schaue mal auf die Vergangenheit. Was war da so los bei den Zwillingen? Da haben wir zunächst mal hier den Ritter der Münzen. Ja, in der Vergangenheit hat man hier stetig und langsam probiert, etwas Stabiles aufzubauen. Davon sprechen die Münzen. Das ging aber hier relativ zäh voran, in einem sehr langsamen Tempo und womöglich wo, hat auch dieser Ritter gestoppt, weil er gemerkt hat,
Er kann diese Münze irgendwie nicht überbringen, ja. Das ist ja der einzige Ritter, der steht im Bild, also abgebildet, steht da. Die anderen Ritter sind in der Bewegung abgebildet. Also hier kam es irgendwie zu einem Stillstand beim Aufbau einer gewissen Stabilität. So, hier drauf geklärt, vier der Stäbe, Ritter der Münzen nochmals und sechs der Schwerter. Ja, es geht hier irgendwie sehr stark um diese vier Stäbe. Es geht um den Aufbau einer Partnerschaft, es geht um den Aufbau einer häuslichen Gemeinschaft, auch für einige, für das gemeinsame Wohnen, gemeinsame Haus, ist auch hier sehr stark im Fokus. Ja, da hat dieser Ritter der Münzen, wie schon erwähnt, probiert, mit dieser Münze diese Stabilität aufzubauen. Das ging sehr langsam und zäh voran. In der Zwischenzeit hat sich der andere mit sechs der Schwertern davon gemacht. Ja, der andere hat hier stattdessen, statt mit dem Ritter hier dieses vier der Stäbe aufzubauen, hat er sich einfach davon gemacht und ist klammheimlich ans andere Ufer gepaddelt. So, ich schaue mal auf die Gegenwart. Was ist jetzt so los? Vier der Stäbe. Es geht um diese vier Stäbe. Es geht um Gemeinschaft, Häuslichkeit, häusliche Themen, familiäre Themen. Es geht um eine feste Partnerschaft. Es geht um das feste Fundament. Es geht um Aktionismus, Aktivität, dahingehend, dass man das hier erreicht. So, da habe ich hier drauf geklärt, neun der Schwerter, König der Stäbe und fünf der Münzen. Entschuldigung, trockener Hals. Ja, dieser König der Stäbe, ja, kann für eine Person stehen. Könnte auch vom Feuerzeichen sein, Löwe, Schütze, Widder, oder diese Person hat irgendwelche Planeten im Feuer. Es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr viel Power hat. Diese Person, wenn die sich für eine bestimmte Sache begeistert, kann die sehr in Flammen aufgehen oder auch nicht. Es hängt davon ab, was man dieser Person hier anbietet. Ja, je nachdem. Wenn man diesem König der Stäbe etwas anbietet, was der König nicht haben möchte, nicht in seinem Energiefeld liegt, wird dieser König sich nicht bewegen. Ja? Man muss diesem König der Stäbe etwas anbieten, etwas vorzeigen, was ihn wirklich auch in Feuer zum Brennen bringt, in Feuer versetzt, ja. Und ich sehe hier, dass dieser König der Stäbe sich hier von dieser König der Stäbe hat diese neun Schwerter im Rücken. Ja, er hat sich davon abgewendet. Dieser König der Stäbe hat hier bezüglich einer Verbindung sehr viel Leid gehabt. Er hat sich sehr geärgert. Er war in sehr getrübter Stimmung in der Vergangenheit. Ja, es hat ihn alles sehr gestresst. Er hat sich sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und nun hat er beschlossen, dass er davon abkehren möchte. Und hier haben wir fünf der Münzen. Ich denke mal, dieser König der Stäbe sieht hier nicht das Potenzial, etwas Stabiles aufzubauen. Er sieht das Potenzial nicht. Er sieht hier keine Stabilität. Vielleicht, weil er keine Stabilität darin erkennen kann, hat er sich in der Vergangenheit auch sehr stark damit auseinandergesetzt und sich damit sehr fertig gemacht, muss man schon so sagen. So, jetzt schaue ich mal direkt auf dich, lieber Zwilling. Wie gehst du mit der Situation um? Wie fühlst du dich? Was machst du? Wie gehst du vor? Und da haben wir hier den Ritter der Stäbe. Ja, du bist hier feurig unterwegs, du bist hier motiviert, du willst hier etwas in Bewegung setzen.
Ja, einige Zwillinge sind hier ganz schön flirty unterwegs. Ja, sind hier auf Abenteuersuche. Ich glaube, das war schon letzten Monat so eine Energie. Ja, sehr feurig, sehr heiß unterwegs hier, die Zwillinge. Ja, die sind sehr motiviert. Und draufgeklärt habe ich den Ritter der Kelche und Zehn der Stäbe. Ja, du möchtest hier, lieber Zwilling, jemanden einen Kelch überreichen. Ja, du hast hier Gefühle für jemanden, möchtest das vielleicht mitteilen. Du möchtest hier eine Nachricht überbringen vielleicht. Und ich glaube, es fällt dir nicht so leicht irgendwie. Du haderst damit. Du haderst da mit deinen Gefühlen, weil bei Zehn der Stäbe hast du, glaube ich, in dieser Angelegenheit schon sehr viel Engagement gezeigt, nach deinem Ermessen. Und du bist dir nicht so sicher, ob jetzt ein weiteres Zeichen was bringt. Du bist dir nicht so sicher. Und das belastet dich auch sehr stark. Also, und du fragst dich auch, ob vielleicht die Belastung aus der Vergangenheit hier weiter eine Rolle spielen. Ja, also du willst hier irgendwas überbringen, aber du haderst noch mit dir. So, dann schauen wir mal auf das Gegenüber. König der Schwerter, Zehn der Schwerter. Ja, euer Gegenüber ist hier als König der Schwerter unterwegs, ja, und der König der Schwerter sagt, ich habe hier meine Ritterrüstung an, ich habe hier mein Schwert in der Hand, ich habe einen ganz klaren und ganz kühlen Kopf und ich habe meine Entscheidung gefällt. Euer Gegenüber ist hier fertig mit der Angelegenheit, zumindest vorerst aktuell, ne? Also derzeit, ja, lässt das Gegenüber hier schlecht mit sich sprechen, ist auch emotional nicht so zugänglich. Ich muss dazu auch erwähnen, ihr liebe Zwillinge seid hier als Ritter unterwegs, ja, hier einmal als Ritter der Stäbe und als Ritter der Kelche. Und ein Ritter der Stäbe, ja, der möchte Abenteuer, der möchte Spaß, der überlegt vielleicht auch kurzfristig, ist kurzfristig engagiert, aber der König der Schwerter hat sich die Sache hier langfristig überlegt und für sich Schlüsse gezogen. So, ich schau mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Achte Kelche. Ja, man verlässt eine Situation, die emotional nicht befriedigend erscheint. Also bei den Kelchen geht es ja um Gefühl, um Liebe, um sich aufgehoben fühlen, sich irgendwo heimisch fühlen, sich sicher fühlen, das Gefühl, geliebt zu werden und den anderen auch offen zu empfangen. Das ist hier bei Achte Kelchen nicht gegeben. Deswegen verlässt diese Person auch die Situation, ja, diese Person wendet sich diesen 8 Kelchen ab und macht sich auf den Weg, um ihre 2 Kelche zu finden. 2 der Kelche ist halt auch die Verbindung auf Augenhöhe, wo beide gleichwertig sich Gefühle offenbaren, sich austauschen, wirklich auf Augenhöhe sich begegnen und gleichzeitig gleichwertig Interesse aneinander haben, Interesse an dieser Verbindung. Ja, hier dieser Horizont hier mit den Sternen, mit dem Mond erinnert mich auch sehr stark an die Sternkarte. Die Sternkarte ist ja diese Distanzkarte, diese Wassermannkarte, sich von etwas lösen, auf Distanz gehen, um halt ja, das Glück zu finden. So, hier drauf geklärt habe ich 8 Münzen, das Ass der Kelche und die Kraft. Ja, also einige Zwillinge werden sagen, ach, du möchtest gehen? Nein, nein, warte, warte, ich werde mich jetzt hier richtig reinknien. Ich werde dir zeigen, wie sehr ich mich bemühe, wie sehr ich hier an unserer Stabilität arbeite, an der Stabilität der Verbindung. Ich möchte dich nicht gehen lassen. Ich möchte dir zeigen,
wie sehr ich mich bemühen kann. Und dann kommt auch die Chance mit dem Ast der Kelche, ja, und mit viel Kraft und Stärke und Mut kann man hier das Ruder reißen. Umreißen heißt es, glaube ich, ne? Das Ruder rumreißen. Ja, andere wiederum akzeptieren die Situation, wie sie ist, widmen sich verstärkt ihrer Arbeit, ihrer beruflichen Tätigkeit, ja, oder arbeiten an ihren Projekten. Und ja, für die kommt dann auch zukünftig eine neue Chance, vielleicht mit einem neuen Menschen. Und ihr werdet auf jeden Fall wieder in eure Kraft reingehen. Ihr werdet wieder in eure Stabilität finden. Das auf jeden Fall. So, ich schaue jetzt hier nochmal rüber auf die Lenormand-Karten, was die so sagen. Wir haben hier eingangs die Mäuse, ja. Die Mäuse sprechen für gewisse Ängste, Verlustängste und auch Zweifel. Irgendetwas geht hier in den Verlust. Irgendwas knapp ist hier angeknabbert, angegriffen, ja. Hier sehen wir auch ganz stark mit den Bergblockaden, die das Häusliche betreffen. Blockaden, die eine häusliche Situation, eine Vertrauenssituation betreffen, ja. Hier ist irgendetwas blockiert oder jemand lässt nicht an sich rankommen. Ja, hier mit den Glückswürfeln und mit dem Turm. Ja, mit den Würfeln probieren hier so einige, gehen auf Risiko, eine Situation, die verfahren scheint, wo es eigentlich schon eine Trennung gibt oder gab, nochmal anzukurbeln. Ja, man überlegt, spekuliert, ob man das hier nochmal riskieren soll. Eine Verbindung, wo es eigentlich schon zu Ende ist oder wo man sich getrennt hat, nochmal anzugehen, nochmal zu reaktivieren. Ja, hier sehe ich auch mit dem Berg und mit den Routen. Irgendwelche Klärung kann nicht stattfinden, wird behindert, wird abgehalten, ist unerwünscht, vielleicht auch sogar. Irgendwelche Klärungen können hier nicht vollbracht werden. Man kann hier nicht miteinander sprechen, man möchte vielleicht nicht miteinander sprechen, es gibt nichts zu besprechen. Ja, zentral in der Mitte habe ich den Wunschbrunnen. Der Wunschbrunnen sagt immer, tauche ganz tief rein. Geh ganz, ganz tief rein und schaue, was möchtest du wirklich? Was passt wirklich zu dir? Was taugt hier langfristig, ja? Also die Zwillinge sind ja immer sehr euphorisch, sehr offen, sehr liebenswürdig, ja? Wenn man dem Zwilling irgendwas anbietet, was schön ist, was Spaß macht, was Freude macht, was positiv ist, dann ist der Zwilling in der Regel immer dabei, da ist er immer bei der Sache. Aber schau bitte auch, lieber Zwilling, welche Sachen, welche Menschen, welche Situationen, was passt auch wirklich langfristig zu dir? Ja, du bist hier irgendwie mit dem Ritter der Stäbe unterwegs, ja, sehr feurig, sehr offen. Aber schau, ob das wirklich hier langfristig auch gut zu dir passt. Ja, dass du da nicht enttäuscht wirst. Ja, hier sind definitiv irgendwelche Herzensangelegenheiten im Fokus, wo es schon mal einen Stillstand gab oder wo es derzeit einen Stillstand gibt. Ja, hier unten sehe ich Treffen, Einladungen, Dates, Verabredungen, Gespräche dazu. Ja, im häuslichen Rahmen. Hier haben wir schon wieder den häuslichen Rahmen, ja. Man überlegt hier, man führt hier Kommunikation, Gespräche bezüglich eines Treffens zu Hause. Ja. Damit soll ein Neuanfang angestrebt werden. Irgendwie wird hier ein Neuanfang angestrebt. Hier versucht man auch eine Veränderung herbeizuführen. Ja. Sieht aber in der Zukunft sehr gut aus, gerade für Neustarts.
Neustarts oder auch Verbindungen mit neuen Menschen sind hier sehr positiv angezeigt, ja, mit den Blumen, mit dem Haus und mit dem Herzen. Also ich sehe hier wirklich sehr stark für die Zwillinge die Tendenz nach vorne gehen, Neues, neue Energie. Ja, hier haben wir auch den Narren. Ja, also alles, was neu reinkommt für euch, ist auf jeden Fall sehr positiv, wird euch sehr gut tun. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Glück, viel Liebe. Kommt gut ins neue Jahr und vielleicht sehen wir uns ja 2021 hier wieder auf diesem Kanal. Alles Gute, tschüss.